Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Primitive Valguero. Ja, hinter mir seht ihr meinen Stall. Soweit bin ich damit schon mal. Das heißt, Foundations fertig, untenrum fertig. Ich fange da drüben so allmählich mit dem Dach an. Vorne haben wir ein Tor, hinten habe ich eine ganz normale Tür. Die Tiere sind da drin jetzt soweit erstmal sicher. Ich habe hier auch noch mal den Futtertrog. Den habe ich vom Haus hierher geholt. Und jetzt habe ich hier erstmal, mal abgesehen von den Dodos, alles reingestellt, was ich so besitze. Und ich hatte mir vorgenommen, heute mal vielleicht einen von den geschenkten Deinonychus zu nehmen, damit runter zum Floß zu gehen und von dort aus, einfach mal vielleicht den Eingang zur Aberration-Unterwelt zu suchen, damit wir einfach mal ein bisschen was anderes sehen als immer nur die White Cliffs. Vielleicht sollte ich mir allerdings vorher noch ein bisschen was zu essen einstecken. So. Ja, mein Gemüse wächst, mein Bienenstock auch. Ich weiß nicht wieso, da ist irgendwie gar kein Honig mehr drin. Ich habe da einmal 8 Honig rausgenommen und jetzt ist kein Honig mehr da. Das finde ich ein bisschen seltsam. Überhaupt verrottet hier alles so extrem schnell. Eventuell mache ich das nochmal ein bisschen langsamer. Weil ich bin ja selber, ich würde mal sagen, so alle 2 Tage vielleicht da. Da habe ich ehrlich gesagt immer keine Lust, dass ich dann jedes Mal wieder von vorne mit irgendwas anfange. Was war denn das Rote hier? Ein Lystro. Ja, das sind jetzt hier übrigens diese Sommerfestfarben, ja. Das ist Rot, Blau und Weiß, glaube ich. Also so USA-Farben. Das liegt einfach wahrscheinlich 4. Juli, Unabhängigkeitstag, denke ich doch mal. Es gibt ja auch diesen Ami-Hut, diesen Zylinder mit den Farben von der amerikanischen Flagge. So, kann man natürlich einfärben, hat halt nur immer noch das gleiche Muster, aber sieht vielleicht nicht mehr ganz so amerikanisch aus. So, ich werde jetzt hier schnell nach unten spurten. Ich nehme jetzt auch gar nicht großartig weiter irgendwas mit. Ich habe ein bisschen Essen, ich habe was zu trinken dabei, ich habe den Deinonychus. Wir gehen jetzt hier runter zum Floß, denn der eine, ich weiß nicht, ob es der einzige Eingang ist, ich glaube nicht, der eine Eingang, den ich schon kenne, den kann man am besten per Floß erreichen. Und befindet sich in etwa so über diesem, ja, oder gegenüber von dieser Stelle, wo dieser Steinsteg ins Wasser rausragt. Ich glaube, da hat auch schon jemand eine Base gebaut. Und da werde ich mich jetzt als erstes mal hinbegeben. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, es könnte das sein. Ist jetzt doch etwas weiter weg. Ich dachte, es wäre hier drüben in dem Massiv da hinten auf der Ecke irgendwo. Da ist die Base gewesen, da wo man diese flache Landzunge mit den 2 Bäumen gesehen hat. Und dann ist es, ich dachte, es wäre halt hier vorne in der Ecke, ist aber doch noch ein Stückchen weiter, falls es das denn überhaupt ist. Aber ich glaube schon, es waren so 2, 3 Löcher nebeneinander. Aber man sieht sie halt vom Wasser aus ganz gut, ne? Also, ja, ich werde jetzt mal versuchen, hier das Boot umzudrehen. Damit, falls wir hier weg müssen, wir schnell wegkommen. Okidoki. So, vielleicht sollte ich vorher auch noch mal irgendwie Zeug mitnehmen, falls ich meine Fackel reparieren will. Ich weiß nicht, wie dunkel das da drin ist. Schlag zu. So, du folgst mir ja. Dann holen wir noch ein bisschen Flint. Okay, und dann holen wir noch ein bisschen, habe ich die Sichel dabei? Die habe ich natürlich nicht. Bisschen Fiber, ich weiß immer nicht, was man genau braucht, aber irgendwas davon wird es schon sein. Super. Ruff, jetzt wird es hier draußen nämlich sowieso wieder dunkel. Und wir machen mal die Fackel an. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig, aber ich glaube schon. Okay, hier ist ein Para. Ich werde mal das Gamma ein bisschen höher machen. So, weil ja, ihr kennt das Problem. Bei mir zu Hause ist es halt so tierisch hell, dass ich einfach immer nichts sehen kann. Ah, das ist schön. Ja, es soll ja, wie gesagt, also es gibt sogar schon die Mod, die Zusatzmod zu Valguero. Ich mache mal die Fackel wieder aus. Ich glaube, wir brauchen sie nicht. Wo man bestimmte Tiere, die hier vorher nicht gespawnt sind, hier wieder spawnen lassen kann. Die habe ich jetzt momentan noch nicht drin, denn an dieser Mod wird nach wie vor noch gefeilt. Ja, da wird noch weiter ausgebaut, da sollen ja auch noch Höhlen dazu kommen. Wir nehmen die dann hier rein, falls es mit Primitive Plus geht, sobald die wirklich komplett ist. Vorher nicht. Weil es wird sonst einfach ständig irgendwelche Updates geben und dann sind die Server immer nicht aktuell und dann bleiben die stehen und naja, nee, da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich habe jetzt schon gehört, dass es dann Probleme gab. Es gibt nämlich dann auch eine Deinonychus-Variante von Aberration, die halt im Dunkeln leuchtet.
was an sich natürlich total cool ist, aber auf dem Pilz, sehr gut. Ja, irgendwie sind die Eier dann aber auch schon gleich wieder weg oder was weiß ich. Also irgendwelche Probleme gab es damit schon und deswegen ist schon ganz gut, wenn wir das jetzt nicht sofort machen. So, wir können es uns ja nochmal auf der Map angucken. Wir sind ja jetzt gerade drin, ne? Ihr seht es hier, da wo das Ich steht, da bin ich jetzt. Da, wo ich jetzt mit dem Pfeil hin zeige, auf der anderen Seite vom Wasser, da ist ungefähr der Steg gewesen. Ich dachte, der Eingang wäre genau gegenüber, ist aber nicht, ist ein kleines Stückchen weiter. So, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Eingang. Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es mehrere gibt, weil es ist ja relativ groß. Mal gucken, wie weit wir uns hier drin vorwagen. Ich habe schon gehört, also es gibt zum Beispiel nicht alle Lightpads. Es gibt, glaube ich, das Featherlight nicht und das Scheinhorn nicht oder so. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, den Bulbdog und das Glowtail. Also irgendwie so. Zwei gibt es auf jeden Fall, die zwei anderen gibt es eben nicht. Da drüben läuft zum Beispiel ein Bulbdog. Die scheint es also auf jeden Fall zu geben. Wenn man sich natürlich diese Mod dazu holt, dann gibt es halt auch den anderen, die anderen beiden. Was hast du denn hier? Level 2. Wenn dann hier vielleicht irgendwo Pilze, dann könnte ich mir ja auch gleich ein Lightpad mitnehmen. Dann ist es auch bei mir zu Hause nicht immer so dunkel. Hier sind doch Pilze. Hier ist eine Roll Red. Ist hier irgendwas Gefährliches? Nö. So, der frisst ja die Aquatikpilze am liebsten. Nach wie vor. Der hat auch mit... Was war das? Irgendwas war hier... Oh, die Ratte. Oh, hast du mich erschrocken. Okay, die spucken hier auch Gemmen aus. Sehr schön. Ja, Aquatikpilze. Selbst mit der Überarbeitung der Kibbel hat sich daran nichts geändert. Ihr frisst immer noch am liebsten die. Und was heißt am liebsten? Nee, das stimmt nicht. Also am allerliebsten fressen sie ja die Samen von dieser bestimmten Pflanze. Pflanze Z ist das, glaube ich, ne? Die fressen sie am allerliebsten. Das gilt, da ist einer tot. Nee, der ist bewusstlos. Wie zum Henker ist das denn passiert? Ist hier ein Skorpion? Hä? Ja, da hinten ist ein Skorpion, okay. Ja, wir gucken erstmal, dass wir hier so ein paar Pilze abernten. Wir klauen nicht die Diamanten, die hier auf dem Boden liegen, denn die gehören der Roll Red. Das wird sie uns sehr übel nehmen, denke ich mal. Schön, Aquatikpilze. Hier, komm, mehr davon. Super, jetzt haben wir 13 Stück. Wollen wir doch mal gucken, dass wir hier auch einen mit einem vernünftigen Level finden. Das dauert dann natürlich immer wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es hier eine Pflanze Z gibt. Wäre ja ganz cool. Ich habe von den Special-Pflanzen noch keine einzige gesehen, was nicht heißen muss, dass es sie nicht gibt, was aber auch nicht heißt, dass es sie deswegen gibt. Ein Bärchen. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass sie, also ich weiß nicht, ob es auch wieder nur an dieser Mod-Erweiterung liegt, dass sie aber das eine Artefakt, was wir gefunden haben, schon wieder woanders platziert haben, weil sie eben in eine andere Höhle soll. Und deswegen nehme ich mal an, es liegt an der Mod-Erweiterung. Und bei uns ohne diese Erweiterung wird sie wahrscheinlich nach wie vor immer noch da sein, wo sie vorher war. So. Gucken uns das hier mal an. Vielleicht finden wir ja irgendwas Nettes. Schön, wie sie hier alle leuchten. Ich liebe es. Okay, es geht definitiv da unten weiter. Ah, ausgezeichnet. Ein bisschen was zu fressen für den hier. So, war doch vorhin auch noch ein Bulbdog, oder? Also ein bisschen mehr Licht wäre schon nicht verkehrt. Machen wir nochmal die Vogel an. Da fallen die Stegos von der Decke. Doch hier gerade. Oh, Laderuckler. Wir laden wahrscheinlich die Höhle. Oder das Spiel stürzt ab. Nee, wir laden die Höhle. Schrecklich. Ich liebe sowas. Oh, nee. Was ist hier los? Ah, ich weiß, ich habe meinen Virenscanner nicht ausgemacht. Moment. So, ich hoffe, wir haben die Ruckler jetzt ein bisschen hinter uns gebracht. Ich glaube, es war wirklich die Ladezone. Allerdings kamen da ja gleich zwei, drei Ruckler hintereinander, was ein bisschen nervig ist. Ich habe trotzdem mal meinen Virenscanner ausgemacht oder mein Virenprogramm, weil das häufig einfach irgendwelche Updates lädt und da merke ich schon selber immer, dass dann hier die Performance extrem drunter leidet. So, wir halten hier erstmal Ausschau. Der Deinonychus bekommt ja glücklicherweise keinen Fallschaden. Wir gucken uns die Sache erstmal von oben an.
Da hinten war gerade noch ein Kanu und ich sehe noch einen Bär. Ansonsten sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Hep. So. Aber Bulbdogs gibt es so viele gar nicht mal. Ah, der Dödi ist zusammengerollt. Das ist kein gutes Zeichen. Es ist so finster. Vielleicht seht ihr ja tatsächlich mehr, wenn ihr das nicht bei voller Sonne guckt, sondern eher so im Halbdunkeln. Dann seht ihr wahrscheinlich deutlich mehr. Ich sehe. Was? Da war ein Rex. Ich sehe wirklich fast nichts, ne? Fast gar nichts. Da drüben ist ein Bulbdog. 140. Na also. Ich höre. Nein! Ich wollte doch gerade sagen, ich höre da jetzt schon Kämpfe. Gerade haben wir was gefunden und schon das. Wo ist er hin? Wahrscheinlich frisst er jetzt den 140er Bulbdog. Na toll. Da hüpft er. So ein dummes Tier. Man kann bei Primitive Plus tatsächlich auch einen Hazard Suit machen. Das heißt also, vor Sporen und sowas kann man sich schützen und vor der Strahlung. Das wäre ja auch sonst gemein, wenn das nicht ginge. Lauf. Ah nein! Oh, jetzt bin ich fast reingerannt. Hör doch mal auf, dich so komisch zu bewegen. Lauf doch mal ganz normal. Ja, wir müssen irgendwie diese ganzen Ravager hier loswerden. Der Kano, der ist bestimmt auch unglaublich schnell. Sind die da schon wieder runtergekommen, wa? Ja. Die meucheln hier wirklich alles. Das ist unglaublich. Alles wird platt gemacht von denen. Na gut, dann rennen wir eben dran vorbei. Das hat ja keinen Sinn. Nicht kacken. Da hinten ist ein Drop. Weiß nicht, ob die so schlecht sind wie die anderen normalen Drops, die man so auf Aberration findet. Die sind ja sonst alle immer eher schlecht, finde ich. 20, 20. Und vor allem, ob hier Aberration-Kram drin ist. Da drüben ist schon wieder was. Ach, ein Raptor. Oder ist das Höhlenloot? Ein Ekos-Sattel. Na, nicht schlecht. Wir haben ja einen guten Ekos. Wow. Es ist tatsächlich echt groß. Ich bin so ein bisschen in Sorge wegen dem Raptor. Es ist echt riesig groß. Cool. Ja, hier in dieser Version gibt es keine Rockdrakes. Wenn man sich die Mod lädt, sollte es eigentlich welche geben. Das heißt aber, die Region, die muss es ja eigentlich schon geben, wo es die dann gibt. Ich will hier nicht einfach runterspringen. Ich möchte gerne den richtigen Weg finden. Denn wir müssen ja hier gegebenenfalls auch irgendwie wieder hoch. Aha, ich höre, es wird Tag. Ich weiß nicht, wie viele hier meiner Mitspieler-Kollegen. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre es da hinten Rockdrake Area. Eigentlich sieht es sogar schon ganz schön techig aus da hinten. Hier unten schon waren, also den Eingang gefunden haben bestimmt schon einige, weil er ja ziemlich offensichtlich ist. Ah, hier geht es in die rote Zone. Okay, das heißt, hier gibt es dann wahrscheinlich irgendwo auch Strahlung oder so. Gucken wir nur mal ganz kurz hier vorne. Da unten ist eine Karkinos. Geil, oder? Boah, das sieht so hammermäßig aus. Da sehe ich einen Seeker. Nicht schlecht. Ich bin mir nicht. Regnet es etwa hier drinnen? Also ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ha. Cool. Ja, weiß nicht, ob es hier auch eine blaue Region gibt. Kann sein. Jetzt hat uns tatsächlich gerade ein bisschen Strahlung erwischt. Dabei war ich gar nicht da unten in der Zone, sondern wirklich nur hier oben am Rand. Also da, ab hier oben so, da wird es radioaktiv. Sollte man aufpassen, weil man kriegt ja erst eine ganz, ganz schlechte Sicht und ja, dann, ich weiß gar nicht, ob dann direkt gleich stetig das Leben abnimmt. Ich guck mal ganz kurz, habe ich jetzt irgendwie hier Leben? Ja, ich habe Leben verloren. Schnell, schnell raus. Okay, wir können also erstmal hier nur in der Pilzregion bleiben. Von der blauen Zone habe ich bis jetzt noch nichts. Oh nein! Noch nichts gesehen. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Ich weiß, dass mit dieser Mod-Erweiterung auf jeden Fall so eine blaue Zonenhöhle dazukommen sollte. Ich weiß nicht, ob die deswegen in die blaue Zone kommt oder ob das eine Höhle ist, in der sich eben die blaue Zone befindet. Kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht.
Gibt hier unten Pferde. Aber einfach keinen guten Bulldog. Nur den einen halt. Was bist du? Du bist auch schon wieder die 55er. Bin ich etwa schon wieder auf dem Richtung Ausgang? Da oben ist ein Raptorenrudel. Will ich nicht hin. Können ja mal gucken, dass wir hier unten langkommen. Da ist Wasser, da war ich definitiv noch nicht. Wow. Da, was war da? Ah, ein Spino. Okay. Zwei Spinos. Krass. Hm, was höre ich da? Okay, nichts. Ja, nicht schlecht. So sieht's also... Was war das? Oh, ich erschrecke mich wirklich bei jedem Geräusch. Ich muss mal... Muss ich was trinken? Ja, eigentlich muss ich nichts trinken. Ich sollte vielleicht mal was essen. Ja, cool. Gefällt mir. Ein bisschen düster vielleicht. Was war das? Eine Roll Red? Okay. Ist sie da gerade von irgendwas verfolgt worden? Ich würde gerne da unten weiter lang. Immer noch auf der Suche nach einem Bulbdog. Ich brauche noch eine kostengünstige Lichtquelle in meinem Haus. Und so ein Licht hier ist natürlich eine super günstige Lichtquelle. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr abenteuerlich hier. Wo geht's hier hin? Ich glaube, früher oder später auch wieder in die verstrahlte Zone. Da müssen wir jetzt ja nicht hin. Ja, wie gesagt... Oh, man, nein! Oh, mein Gott! Ha, einfach mal so einen kleinen Hüpfer nach oben. Du musst doch dich nicht da gleich dran heften. Ja, man kann halt diesen Hazard Suit machen, das finde ich gut, weil es ja eigentlich eindeutig nichts Primitives ist, ne? Aber ja, man hat halt sonst keine Möglichkeit, da hinzukommen. Das finde ich schön, dass sie einem die Möglichkeit doch nochmal geben. Hui. Aber es ist wirklich irgendwie nicht sehr viel los hier. Ist das hier Öl? Oh ja, gut. Oh. Crude Oil. Yeah. Die Steine lassen wir hier. Der Raptor kann leider nicht sehr viel tragen. Aber Öl ist wirklich Mangelware bei mir. Weil ich, ja, ich glaube, die nächste Ölquelle wäre bei mir vermutlich da irgendwie unter Wasser. Und ansonsten habe ich mir mal einen kleinen Schwung Öl aus dem Schneebiom geholt. Aber es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit weg. So. Setze ich mich mal drauf. Jetzt kann es sie wahrscheinlich gar nicht bewegen. Das habe ich mir schon gedacht. Keine Sorge. Schmeißen wir sie weg. Behalten das. Wir reparieren vielleicht nochmal. Jetzt habe ich natürlich gar keinen Stein mehr. Da hätten wir vielleicht vorher nochmal kurz unsere Fackel reparieren sollen. So. Einmal ganz machen, bitte. Und danach schmeißen wir die Sachen weg. So. Okay. Besser. Oder? Was sagst du? Ja, deutlich besser. Ja, cool. Hier gibt es sogar einiges an Öl. Das ist diese typischen Ölsteine, die man eigentlich von Extinction her kennt. Hier ist nichts. Da unten, ja, wie gesagt, da fängt bestimmt wieder die Strahlung an. Jo. Schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Okay, alles klar. Wir testen so langsam hier unsere Grenzen aus, wie es geht. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite da, wo diese große Metallruine war, was da zu holen ist. Oh, ist das schön. Muss kommen, jetzt gib mir einen guten Bulbdog. Ja, hier fehlt auch so ein bisschen Soundkulisse. Es ist total ruhig hier und leer und... Ein paar mehr leuchtende Kristalle wären auch schön, um ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Da ist doch noch ein Bulbdog. 20. Was ist denn hier nur los? Warum seid ihr alle Level 20? Oder Level 55? Okay, hier wird irgendwer gejagt. Ein Kano. Da ist noch ein Bulbdog. Wird aber auch gerade gejagt. Ein Raptor. Da
Ja, wenn es nur der Kano wäre, okay, aber mit Raptor, m-m. Ach ja. Ne, die Raptoren sind leider einfach zu... Oh nein, da sind welche. Die sind einfach zu schlimm geworden. Da ist noch ein... Was bist du? 50 und... 145. Pass auf, jetzt kommt gleich der Raptor. Oder irgendwas anderes. Ich höre es schon. Ich höre irgendwas rennen. Da ist ja auch irgendwas tot. Ja gut, nee, der Stego hat den getötet. Aha, 6,4% macht es. Das ist nicht sehr viel. Ich höre die ganze Zeit irgendwas rennen. Oder nee, es sind die Tapsen von dem Bär. Mann, oh Mann, der kackt ja mal wieder hier. Komm mal her, das ist mir zu nah am Bär. Ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht. Jetzt läuft hier irgendwas anderes schon wieder. Oh. So, ich würde schätzen, wir brauchen vielleicht noch einmal füttern. Ich habe mir noch mal ein paar Pilze nachgelegt. Der hat sich tatsächlich befreit. Ich weiß nicht, ob es durch die Vibration vom Boden war, als der Bär mal wieder dran vorbeigelaufen ist. Wir hatten ja gesehen, 6, irgendwas Prozent macht er mit einem Fressen. Und er braucht nicht mal mehr 5. Das heißt, einmal und dann sollte es reichen. Ich hoffe, du machst, beeilst dich bitte ein bisschen. Ha, tata. Aufgesetzt, obwohl, nee, warte mal kurz. Nochmal ganz kurz abgesetzt. Wir wollen dich einstellen, dass du angehst, wenn du voll bist. So, genau. Nicht folgen, aufheben. Namen suchen wir uns später aus. Ich würde sagen, für ein erstes Aberration-Abenteuer reicht mir das. Emote, Licht. Das will ich hier drauf haben. Machen wir es an. Super. Ich werde jetzt versuchen, hier wieder den Ausgang zu finden. Das ist ein totes Schaf. So, das Keim. Dann esse ich's. Ja, ich werde versuchen, den Ausgang wieder zu finden und dann würde ich sagen, ist an dieser Stelle nämlich die Folge auch zu Ende. Aber ja, wir müssen hier halt erstmal raus. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hier vorne ist der weiße Rex, der feststeckte. Ich hatte erst, war mir nicht sicher, ob da hinten sah es nämlich auch so aus, als ob sich da ein Weg nach oben schlängelt und man da rauskäme. Aber ich glaube, es geht doch hier lang, weil also an dem weißen Rex sind wir definitiv vorbeigekommen. Den Alpha Kano habe ich auch wieder erkannt. Cool. Jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen Ausdauer regenerieren. Da drüben sind nämlich Ravager. Vielleicht können die sich mal kurz auf irgendwas anderes verlegen. Oder wir versuchen einfach mal hier hoch zu klettern. Juhu! Ah, ist das ein geiles Tier. Ja, geil. Cool. Sehr schön. Ja, dann haben wir es ja jetzt tatsächlich nicht mehr sehr weit bis zum Ausgang. Irgendwo da oben gibt es dann wahrscheinlich wieder den Laderuckler. Den fetten, irgendwo hier war der, wahrscheinlich ist es der da, der 140er Bulbdog. Hier sind zwei Ravager, okay, alles klar. Hauptsache, nicht Ravager, Raptoren. Und wir sind wieder zu Hause mit unserer kleinen Bulli. Da sitzt sie und leuchtet schön vor sich hin, das ist super. Ja, hab die schon ein bisschen gelevelt, kann auch gerne noch ein bisschen mehr vertragen. Hier, dass sie sich ein bisschen schneller regeneriert. Und so haben wir jetzt wenigstens auch nachts hier immer super Licht im Haus. Aber ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir sehr gerne ein Like dalassen oder ein Abo für den Kanal. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne selber hier auf den Server kommen und mit mir spielen. Oder ihr besucht die Cluster-Server mit all den anderen Maps. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Primitive Valguero. Bis dann, ciao, ciao.